Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute bin ich an der Neietalsperre im Bergischen Land. Bleibt dran, gleich geht's weiter nach dem Intro. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Ja, ihr seht, es ist noch relativ dunkel. Ist gerade mal 8 Uhr. Wir haben noch Sommerzeit, das heißt, es wird noch ein bisschen später dunkler als normal. Aber es ist ja eigentlich herrlich. Ich drehe das noch mal rum, dass ihr es hier seht. Hier ist so ein schöner Nadelwald gerade. Sehr, sehr dunkel. Man kann das hier auch schön sehen. Es ist wirklich herrlich und wie gesagt, sehr, sehr früh. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt noch sieht, weil es so dunkel ist. Aber ist auch nicht schlimm, irgendwie kriegen wir das alles hin. Ja, ich bin zur Neietalsperre gefahren. Ich habe gerade gesagt, gerade 8 Uhr. Die Sonne geht erst noch auf. Um 8.15 Uhr oder sowas soll die Sonne aufgehen. Das heißt, ja, ich bin noch ein bisschen davor. Ich gehe jetzt hier runter. Ich hoffe heute so ein bisschen auf Herbstlaub, weil an der Neietalsperre gibt es eine ganze Menge Buchen, also Laubwald. Nicht nur Laubwald, aber viel Laubwald. Gerade eben, das war ein schönes Tannenstück. Ja, und ich kann euch sagen, es ist lausig kalt. Ich bin also bei mir losgefahren bei 6 Grad und Sonne. Was heißt Sonne? Ist ja noch nicht aufgegangen gewesen, aber sternenklar, das heißt klarer Himmel. Bin dann hier hingekommen und hier ist es zugezogen und ja, vielleicht unten sogar ein bisschen neblig, werde ich jetzt sehen. Auto habe ich oben abgestellt an einem Parkplatz und laufe hier jetzt runter Richtung Talsperre und hoffe da eigentlich auf ein, ja, auf ein schönes Herbstlaub mit Spiegelung im Wasser. Wäre natürlich schön, wenn die Sonne noch kommt, aber gut, das werden wir sehen, das weiß man nie, wie das wird und was da kommt. Aber gucken wir einfach mal. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier runter. Fotoapparat habe ich mit in einem schönen Rucksack. Da werde ich auch noch mal was zu sagen, die Tage. Wie immer meine Z8 mit dem 24-120. Dann habe ich mit das 14-30 und auch das 70-200. Das heißt, heute wirklich mal ein volles Programm, weil ich einfach nicht weiß, was mich erwartet und was ich machen kann und ja, was ich womit, mit welchem Objektiv mache. Deshalb habe ich heute auch so viel mit. Gut, wie gesagt, jetzt geht es hier weiter. Da unten sehe ich schon das Wasser. Das heißt, das geht jetzt schnell. In ein paar Minuten bin ich schon an der Talsperre. Und dann sehen wir uns da wieder. So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt an der Talsperre. Hintergrund seht ihr mir. Im Hintergrund seht ihr sie. Ich mache das mal so, dann könnt ihr das besser sehen. Das ist die Talsperre. Wie gesagt, Anfang 1900 gebaut, dient als Wasserversorgung und wie ihr seht, es ist unheimlich schön hier. Sehr ruhig, einfach richtig, richtig, richtig
schön, wenn man das hier rüberbringt. So wie ich es mir vorgestellt habe. Nur ich hätte natürlich lieber noch ein bisschen Sonne gehabt. Jetzt müsste sie eigentlich auch schon aufgegangen sein. Aber leider Gottes, das ist sie noch nicht. Spielt aber keine Rolle. Ich werde jetzt gleich mal über die Talsperre rübergehen. Man kann oben rüberlaufen. Und dann gucke ich mal, was ich für Fotos mache. Wobei ich sehe da drüben gerade Nebel. Und mit dem 200er oder mit, ja, das müsste sogar ganz gut gehen. Bisschen Nebel auf dem Wasser und dem Wald im Hintergrund mit dem Laub. Das mache ich jetzt auch. Ich packe das Stativ aus oder vielleicht mache ich es auch mit der Hand. Ich muss mal gucken. Ja, mit dem Nebel, das war nichts. Der war schon weg, als ich meine Kamera umgebaut hatte. Wie immer zu spät, oder was heißt wie immer, wie so oft zu spät. Ich habe mich dann entschieden, hier ein Foto rüber zu machen auf die Neietalsperre mit den Gräsern hier im Vordergrund. Ihr könnt das sehen. Ich werde das wahrscheinlich als Fotostacking machen, als Fokusstacking machen, so heißt es. Und dann einfach mal sehen. Ich hoffe, dass die Sonne jetzt bald mal kommt, dass sich der Nebel so ein bisschen verzieht, der Hochnebel. Und dann wird das hier ein herrlicher Tag bei traumhaftem Herbstlaub. Ich packe jetzt zusammen und gehe mal Richtung Brücke, Richtung Talsperre. Ja, die Talsperre hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon sehr, sehr schön. Gerade eben waren hier so ein paar Läufer, ansonsten ist ja eigentlich noch nicht viel. Gut, es ist auch sehr, sehr früh noch, oder schon, nee, noch sehr, sehr früh. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das hier sehr, sehr gut. So, jetzt bin ich gleich über diese Talsperre rübergelaufen und ja, ich guck mal da, wo der Nebel vorhin drin war. Da ist noch so ein bisschen, aber das ist natürlich nicht mehr viel. Das sieht auch nicht wirklich schön aus von hier. Ich guck mal, ich gehe jetzt da gleich mal rüber und dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar schöne Fotos machen kann. Und ja, dann gehe ich erstmal so ein Stückchen um die Talsperre und hoffe, dass die Sonne dann kommt, dass sich der Hochnebel verzieht. So. Das Bergische Heimatlied, gesungen von Willi Schneider. Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt, die Berge hochragen, der Amboss erklingt, wo die Quelle noch aus moosigem Stein die Bächlein noch murmeln im blumigen Hain, wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Da ist meine Heimat,
So, ich bin jetzt hier ein Stückchen von der Talsperre schon wieder weg. Geht ein bisschen hoch, aber ganz leicht nur hier. Ist ja alles an der Talsperre, ist eigentlich easy. Sonne ist immer noch nicht da. Ich habe auch fast so das Gefühl, die wird nicht mehr kommen. Okay, dann ist das so. Ist dann halt, ja, schade. Gut, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen zur anderen Seite. Gucke mal. Also der Herbstwald ist schön. Die Färbung ist auch schön. Einzig fehlt die Sonne. Ich bin jetzt ein Stück gegangen. Hier hat man auch einen herrlichen Blick auf die Talsperre selbst. Hier oben ist so eine schöne Buche. Die Buche hier ist schon deutlich weiter. Der Boden gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Der Boden zeigt Herbst. Und ich glaube, ich werde hier mal ein Foto machen in diese Richtung rüber. Auch wenn es mir vom Licht her nicht ganz so gefällt. Aber ich werde mal gucken, was ich nachher bei rausholen kann. Ja, ich habe jetzt hier schon einige Fotos gemacht, also einmal in diese Richtung darüber. Dann habe ich aber auch da drüben diesen Baum gesehen. Ich mache mal meine Kamera an und zeige euch das mal. Das hier. Und das habe ich also auch noch fotografiert. Ich hoffe, dass man da noch ein bisschen mehr Farbe und Licht reinbringen kann in der Nachbearbeitung. Ja, mir fehlt die Sonne. Mir fehlt einfach die Sonne. Es ist so, ich bin jetzt hier, es ist unheimlich schön, es ist auch kein Mensch da, aber mir fehlt die Sonne. Gut, ist so, Pech gehabt. Ich gehe jetzt erstmal weiter, vielleicht sehe ich noch ein paar schöne Motive. Ja, ich bin jetzt gleich schon rum, um die Talsperre. Etwas mehr als 2 Stunden habe ich gebraucht, trotz Fotografieren. Also ich bin relativ flott gegangen. Aber ja, schade eigentlich, die Sonne ist nicht gekommen. Wie das nun mal halt so ist. Ein paar Fotos habe ich zwischendurch noch gemacht. Ja, leider, wie gesagt, keine Sonne. Trotzdem schöner Herbstwald und trotzdem schöne Blätter und ich hoffe auch trotzdem schöne Fotos. Ich werde mir die am Rechner zu Hause angucken. Ihr habt sie eh schon gesehen, weil ich sie hier eingeblendet habe. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie es geworden ist. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, die Runde um die Neietalsperre ist absolut zu empfehlen. Wirklich herrlich. Ich denke mir, im Sommer an einem Wochenende ist es hier deutlich voller als jetzt, wo ich hier fast alleine unterwegs bin oder wo ich hier alleine unterwegs bin. Hab ein paar Jogger gesehen, sonst war hier nichts. Es ist hier wirklich absolut ruhig, herrlich. Aber wie gesagt, es ist auch wochentags, morgens. Viele Leute müssen arbeiten oder die meisten müssen arbeiten. Und damit ist hier natürlich Ruhe. Ja, wie ich gerade sagte, ich bin fast am Ende. Jetzt kommt gleich der Abzweig. Das geht hier immer und ich zeige das noch mal wunderbar am Wasser entlang. Und ja, mal ein bisschen weiter weg, mal ein bisschen näher dran. Immer oberhalb von der Wasserkante. Es gibt Stellen, da kann man auch runtergehen und wie gesagt auch schöne Fotos machen. Ich habe da auch einiges gemacht. Ja gut, war halt wie gesagt nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Aber komm, egal. Ich war draußen und ihr kennt mein Motto. Das ist das Wichtige, rausgehen, die Natur genießen und wenn es passt, dabei auch noch schöne Fotos machen. Perfekt. So mit den schönen Fotos, das weiß ich noch nicht, das werde ich gleich erst sehen. Und ja,
das war es dann für heute. Also ich kann euch die Tour nur empfehlen. Einmal rund um die Neietalsperre. Herrlich, kann ich euch wirklich empfehlen. Ja, wenn man flott geht, etwas über 2 Stunden. Man kann das Ganze auch ganz gemütlich machen, dann geht man 3. Aber wie gesagt, ist nicht beschwerlich, ist ein ganz bequemer Weg, kann man gut gehen. Kaum Höhen drin, gemütlich halt. Ja, ich hoffe, und jetzt kommen wir schon zum Ende, euch hat es gefallen heute, diese kleine Tour rund um die Neietalsperre im Bergischen Land bei Wipperfürth. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat. War richtig. Das würde mich natürlich unheimlich freuen. Und dann gebt mir einen Daumen hoch. Und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch wiedersehen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was es da gibt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht mache ich das, was ich eigentlich für heute vorgesehen habe. Aber das weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei wärt. Und damit ihr daran erinnert werdet, dass ein Video kommt, gebt mir am besten ein Abo und haut auf die Glocke. Weil dann kommt um 7 die Erinnerung, neues Video von Ingo. Ich würde mich freuen, wenn das so der Fall wäre. Und wir sehen uns wieder nächste Woche Mittwoch. Jetzt geht raus, nehmt eure Kamera, fotografiert den Herbstwald, solange er noch da ist. Wenn der erste Sturm kommt, sind die Blätter alle weg. Dann ist es nicht mehr ganz so schön, also macht es jetzt. Bis nächste Woche, euer Ingo.